Hallo Leute, heute wieder einmal ein weiterer Autism Memorial Beitrag, diesmal aus Deutschland. Und dieses Mal haben wir keinen Namen zu den 16-jährigen Jungen, der durch seine eigene Mutter getötet wurde. Und diese Meldung kommt von Hessenschau, der den Titel trägt: Geplanter erweiterter Suizid. Mutter soll Sohn mit Narkosemittel getötet haben. Oder Prozess in Fulda eingestellt. Prozess in Fulda eingestellt. Schon allein bei den beiden Worten Prozess eingestellt. Da kann man nur davon ausgehen auf den ersten Blick, dass dieser Angeklagte vermutlich freigesprochen wurde. Und wenn ich mir das Foto hier so anschaue, wenn es nach mir ginge, dürfte das Gesicht gar nicht zensiert werden. Damit wir alle sehen können, mit wem wir es zu tun haben. Damit wir unsere Kindern von dieser Frau fernhalten können. Aber na gut, fuck mich lang drum rum. Los geht's. Das Landgericht Fulda hat das Verfahren gegen eine Frau eingestellt, die ihren 16 Jahre alten Sohn mit Narkosemittel getötet haben soll. Und um welches Narkosemittel es sich genau handelt, das werden wir gleich erfahren. Weiter geht's. Im Rahmen eines geplanten erweiterten Suizids kam auch ihr Ehemann ums Leben. Und bevor ihr euch fragt, ob der Ehemann auch im Autismus-Spektrum war, kann ich euch schon mal so viel verraten. Nein, nur der 16-jährige Sohn war im Autismus-Spektrum. Weiter geht's. Das Landgericht Fulda begründete die Entscheidung am Mittwoch damit, dass die Schuld der heute 52 Jahre alten Frau aus Künzel bei Fulda im Falle einer Verurteilung als gering anzusehen gewesen wäre und kein öffentliches Interesse an der Verfolgung bestehe. Staatsanwaltschaft und Verteidigung schlossen sich dem an. Das erinnert mich immer an der Willkommensseite von Autism Memorial, dass die Täter Sympathie bekommen und die Opfer in Vergessenheit geraten werden. Und das sollte nicht sein. Denn wir im Autismus-Spektrum gehören auch dem menschlichen Spezies an. Und wer das halt nicht anerkennt, ist meines Erachtens ein Dulli. Weiter geht's. Der Frau war zur Last gelegt worden, Anfang Januar 2018 im Zuge eines geplanten erweiterten Suizids im Einvernehmen mit ihrem Ehemann, ihren gemeinsamen 16-jährigen Sohn mit dem Narkosemittel Propofol und einem Beruhigungsmittel getötet haben. Propofol. Genau das gleiche Narkosemittel, in dem Michael Jackson auch umgebracht wurde. Weiter geht's. Sich selbst zu niedrige Dosis verabreicht. Die als Anästhesie-Krankenschwester arbeitende Frau soll auch dabei geholfen haben, ihren damals 51 Jahre alten Mann per Infusion eine tödliche Dosis Propofol zu verabreichen. Sie stand seit Anfang Mai vor Gericht. Per Infusion eine tödliche Dosis Propofol verabreicht. Selbst eine kleine Dosis reicht schon aus, um einen Menschen umzubringen. Wenn es nach mir ginge, soll das Zeug Propofol überhaupt nicht mehr zugelassen werden. Überhaupt nicht mehr. Und das müssen wir spätestens seit dem Tod von Michael Jackson doch eigentlich kapiert haben. Meine Güte, kann man sich echt nicht ausdenken. Weiter geht's. Während Sohn und Mann starben, überlebte die Angeklagte. Leider, muss man an der Stelle noch hinzufügen. Denn die Angeklagte hat trotz einer zu niedrigen Dosis Propofol überlebt. Wundert mich irgendwie.
Aber mal ganz im Ernst. Propofol sollte spätestens seit dem Tod von Michael Jackson grundsätzlich nicht mehr zugelassen werden. Dann könnte man doch gleich MMS als Arzneimittel zulassen. Ist genauso tödlich. Weiter geht's. Sie soll sich nach Angaben des Gerichts mit der benötigten Gesamtmenge des Propofols verkalkuliert und sich eine zu niedrige Dosis des Mittels verabreicht haben. Die Polizei vermutete, dass die Krankenschwester das Narkosemittel zuvor bei ihrem Arbeitgeber entwendet hatte. Eigentlich schon ein Kündigungsgrund. Denn das ist Diebstahl. Unabhängig davon, ob es sich um das Narkosemittel Propofol handelt oder nicht. Scheißegal. Völlig Kaffeelatte. Man klaut nicht bei der Arbeitsstelle. Wie dumm ist man? Sag ich mal ganz ehrlich. Damit verbaut man sich die Zukunft. Und ich will mir gar nicht ausmalen, wie lange man mit einem Eintrag im polizeilichen Führungszeugnis arbeitslos bleiben wird. Das möchte ich mir gar nicht ausmalen, Leute. Bei Diebstahl? Meine Güte. Warum beklaut man den eigenen Arbeitgeber? Bevor ich noch einen Meltdown kriege, lese ich den nächsten Abschnitt weiter. Ich krieg langsam echt neutrale Stimmung. Arbeitgeber fand Abschiedsbrief des Mannes. Ihr Mann und ihr Sohn waren tot im Ehebett der Wohnung gefunden worden. Der Arbeitgeber des Mannes hatte die Polizei alarmiert, weil er einen Abschiedsbrief seines Mitarbeiters gefunden hatte. Darin hatte er angekündigt, mit seiner Familie aus dem Leben zu scheiden. Der Ehemann soll einen Abschiedsbrief verfasst haben? Das ist definitiv gelogen. Denn weiß der Arbeitgeber, welche Handschrift sein Mitarbeiter hatte? Oder war das eher aus dem Computer getippt worden? Ich vermute mal Letzteres. Weiter geht's. Es sei ein präziser Plan für eine gemeinsame Selbsttötung der dreiköpfigen Familie vorausgegangen, berichteten Polizei und Staatsanwaltschaft nach der Tat. Also, ein Familiensuizid. Muss ich das so auffassen? Oder was? Weiter geht's, komm. Gericht? Sohn konnte Suizidentscheidung nicht abwägen. Wollt ihr mir etwas sagen, der Sohn hat sich seinen Suizid selbst entschieden, oder wie? Warum ist dann die Mutter denn angeklagt? Lesen wir weiter, komm. Grund dafür soll die ärztliche Diagnose eines gestörten Sozialverhaltens des Sohnes gewesen sein, wegen derer eine familienexterne Unterbringung empfohlen worden sein soll, wie es in der Mitteilung des Gerichts vom Mittwoch heißt. Also, wenn er sowieso in einem Umfeld aufwuchs, wo er sich nicht frei entfalten konnte, dann war eine familienexterne Unterbringung wohl die einzige Möglichkeit gewesen. Am besten in einer Art Autisten-WG. Oder noch besser in einer Autisten-Kommune. Ja, gibt's kaum Unterschiede dazu. Ist ja auch beides WGs. Aber ich lese da mal weiterkommen, bevor ich mich verhaspel. Da das für die 52-Jährige und ihren Ehemann nicht in Betracht gekommen sei, sollen sie sich gemeinsam mit ihrem Sohn dazu entschieden haben, Suizid zu begehen. Nur das Ding ist, dass die Mutter ihren Ehemann und ihrem Sohn beim Suizid geholfen hat, bevor sie sich selbst umbringen wollte. Deswegen ist sie auch angeklagt. Hätte jeder von den dreien sich eigenständig umgebracht, da wäre es eine ganz andere Geschichte. Aber da es sich ja um Beihilfe zum Suizid handelt, sitzt diese Frau irgendwie zu Recht auf der Anklagebank. Aber wir werden gleich erfahren, ob es noch mehr Gründe gibt, warum dieses Verfahren letztendlich eingestellt wurde. Weiter geht's. Laut Polizei hatte der Sohn wohl eine autistische Störung.
Lass das Wort Störung besser weg. Wenn jemand aus dem Autismus-Spektrum Suizid begeht, dann möchte ich das Wort Störung nicht hören bzw. lesen. Weil sowas ist nicht lustig. Weiter geht's, komm. Der Anklage zufolge soll der 16-Jährige wegen der Einschränkungen durch die Erkrankung und wegen seines Reifegrades aber nicht in der Lage gewesen sein, die volle Tragweite seiner Entscheidung für einen Suizid zu übersehen und angemessen abzuwägen. Wo wir schon beim Thema Erkrankung sind. Autismus ist auch keine Krankheit. Meine Güte. Lesen wir weiter. Das soll die Frau billigend in Kauf genommen haben, weswegen ihr Totschlag zur Last gelegt wurde. Ich weiß jetzt echt nicht, was ich zu diesem Satz noch sagen soll. Es geht da um einen Familiensuizid, die eigentlich nur von ihrer Seite durchgeführt wurde. Nicht von jedem Familienmitglied selbst. Nicht mal vom Sohn, nicht mal vom Vater. Nein, Leute. Die Frau hat alleine ihren Sohn, als auch ihren Ehemann, beim Suizid geholfen, obwohl sie selber sich auch selbst umbringen wollte, was sie aber nicht geschafft hat. Und deswegen sitzt sie zu Recht auf der Anklagebank. Nennt sich Beihilfe zum Suizid. Und das ist strafbar. Aber jetzt kommen noch drei Abschnitte und dann... Also mir fällt es schwer, diesen Artikel hier zu lesen. Mir fällt es echt schwer. Aber ich muss es für euch durchziehen. Ich muss es einfach. Weiter geht's. Tötung auf Verlangen oder fahrlässige Tötung. Die Strafkammer begründete die Einstellung des Verfahrens gegen die Frau damit, dass nach dem vorläufigen Ergebnis der Beweisaufnahme die Tat in rechtlicher Hinsicht auch als Tötung auf Verlangen oder fahrlässiger Tötung gewertet werden könne. Ja, dann halt ein neues Verfahren einleiten und dann kommt es gegen die Überlebende der Familie zu einem richtigen Urteil. Weiter geht's. Das Gericht halte mit, zugunsten der Angeklagten sei auch zu berücksichtigen, dass sie die von Beginn an gestandene Tat aus Verzweiflung sowie Ausweglosigkeit und aus Liebe zu ihrem Sohn begangen habe, für welchen sie über 16 Jahre alle persönlichen Kräfte aufgebracht habe. Die Frau belaste das Erlebte psychisch schwer. Aus Liebe zu ihrem Sohn, dass ich nicht lache. Sie hat ihre Familie auf dem Gewissen, indem sie den Ehemann als auch ihren Sohn beim Suizid geholfen hat. Da kann doch von Liebe keine Rede sein. Das kaufe ich der Frau garantiert nicht ab. Aus Liebe zu ihrem Sohn. Also, was für eine Frechheit. Letzter Abschnitt noch. Trotz gesundheitlicher Probleme habe sie sich dem Verfahren gestellt. Umstände, die bei einer Verurteilung zu Lasten der Frau zu berücksichtigen gewesen wären, waren für die Kammer nach eigenen Angaben nicht ersichtlich. Ja. Und damit endet dieser Artikel auch. Ich muss jetzt versuchen, diesen Artikel zu verarbeiten. Dieser Fall liegt schon über 5 Jahre zurück. Und im Juli sind es 5,5 Jahre. Und ihr merkt es auf jeden Fall, wie sehr mir das schwer gefallen hat, das Ganze durchzulesen. Wirklich sehr schwer. Es geht schließlich um
einen 16-jährigen Jungen im Autismus-Spektrum, der von seiner Mutter mit dem Narkosemittel Propofol getötet wurde. Also Leute, mehr will ich dazu nichts mehr sagen. Und ich hoffe, hoffen wir nur, dass es das letzte Mal ist, dass ein Mensch durch Propofol getötet wurde. Und sollte es noch zu einem Artikel kommen, in der ein Mensch mit diesem Narkosemittel umgebracht wurde, dann kann man gleich das Mittel MMS als Arzneimittel zulassen. Denn MMS ist meines Erachtens genauso tödlich wie das Narkosemittel Propofol und dürfen beide nicht zugelassen werden. Und im Falle von Propofol sollte die Zulassung gestrichen werden. Und damit sage ich schon mal auf Wiederschauen.